und der Monat geht gleich in die Vollen. Blizzards MOBA Heroes of the Storm wird am 2. Juni offiziell veröffentlicht. Lange war es in einer sogenannten geschlossenen Beta-Phase. Es konnte also nur von einigen Spielern getestet werden, damit die Entwickler noch dran schrauben können. Nun ist es aber soweit, Helden aus dem Blizzard-Universum kämpfen um den Sieg. Egal ob Klassiker wie die Lost Vikings, World of Warcraft, Helden wie der Ork Thrall oder eben StarCraft 2-Legende Jim Raynor, alle sind vorhanden. In 5 gegen 5 Teams spielt ihr auf verschiedenen Tower-Defense-typischen Karten gegeneinander und müsst die Zitadelle des Gegners zerstören. Aber braucht die Gamer-Szene wirklich dieses neue MOBA, wo es doch schon so viele gibt? Wir sagen ja, denn Heroes of the Storm überzeugt nicht nur mit der tollen Umsetzung der Originalhelden, sondern bringt mit den verschiedenen Taktik-Nebenaufgaben eine Menge Frische ins MOBA-Leben. Auf der Karte Schwarzherzbucht geht es zum Beispiel darum, durch das Einsammeln von Dublonen den Piraten Schwarzherz auf seine Seite zu ziehen, damit dieser einige Zeit lang für einen kämpft. Mit seinen aktuell 7 verschiedenen Karten und einem Free-to-Play-Modell können wir Heroes of the Storm jeden MOBA- und Strategiefan wärmstens empfehlen. Wo wir gerade beim Thema Fantasy-Helden sind, bleiben wir doch gleich dabei. Am 9. Juni veröffentlicht Spielehersteller Bethesda sein Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online für die Next-Gen-Konsolen. Nun können sich also auch PlayStation 4 und Xbox One-Spieler in die Abenteuer von Tamriel stürzen. Während sich das typische monatliche Abo-Modell bei The Elder Scrolls Online nicht durchsetzen konnte, haben die Spieleentwickler dieses nicht mehr zur Pflicht werden lassen. Wer will, kann auch ohne monatliche Gebühren seinen Helden leveln, Drachen töten und Länder erforschen, bekommt aber mit dem Abo einige Boni und Vorteile. Wer Fan von Skyrim oder den alten Elder Scrolls Teilen ist, sollte sich dieses Spiel ruhig mal genauer ansehen. Lego. Seit Jahrzehnten und Generationen faszinieren diese kleinen Plastikklötzchen Kinder und Jugendliche. Seit einiger Zeit macht Lego nun auch in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Videospiele und die kommen gut an. Hierbei bedient man sich meist an großen Marken wie Batman, Star Wars oder dem Marvel-Superhelden. Diesmal geht es um Dinosaurier, denn Lego Jurassic World erscheint am 11. Juni. Lego Jurassic World ist das erste Videogame, in dem die Spieler alle 4 Jurassic-Filme neu erleben und erfahren können. Ob das Teil allerdings genauso einschlagen wird wie damals der allererste Jurassic Park-Film und ob es das Spiel sogar in unsere Charts schaffen wird, wir sind sehr gespannt. Am 23. Juni ist es wieder soweit, der dunkle Ritter streift wieder durch Gotham und sorgt für Recht und Ordnung. Batman Arkham Knight, der 4. Teil der Arkham-Saga, erscheint und wird ein episches Finale mit sich bringen, so Spielehersteller Rocksteady. Während der 3. Teil Batman Arkham Origins für seine eher durchschnittliche Story viel Kritik einstecken musste, soll Batman Arkham Knight dies wieder gut machen. Neben Schurken wie Scarecrow, Harley Quinn, Two-Face oder dem Pinguin wird diesmal auch das Batmobil eine große Rolle spielen, welches man sogar selbst steuern kann. Außerdem kommt ein neuer Antagonist mit ins Spiel, der Arkham Knight. To Batman, I have already won. Was es mit diesem Schurken auf sich hat, will Rocksteady aber nicht verraten. Die Spieler sollen sich überraschen lassen. Batman Arkham Knight macht in Trailern und Teasern einen sehr guten Eindruck. Und wir hoffen, dass das 4. Spiel wieder genauso gut wird wie die ersten beiden Teile. Zum Schluss gibt es noch etwas Neues von Nintendo. Der knuddelige Dino Yoshi ist zurück. Marios bester Freund hat ein neues Spiel mit dem Namen Yoshi's Woolly World. Knuddelig trifft es auf den Punkt, denn Yoshi erkundet darin Level, die aussehen, als seien sie aus Wolle. Bei seinem Abenteuer stehen Yoshis viele auf stoffbasierte Moves zur Verfügung. Er kann gestrickte Eier werfen, sich vergrößern und verschiedene Verwandlungen nutzen. Auch ein Mehrspieler-Modus ist in Yoshis Woolly World vorhanden. Wie für Nintendo-Spiele üblich, könnt ihr euch gegenseitig unter die Arme greifen, um die Level zu schaffen.
Yoshi's Woolly World erscheint am 26. Juni und ist übrigens eine Kooperation zwischen Nintendo und Goodfeel, die auch Kirby und das magische Garn für Wii entwickelt haben.